Leute und herzlich willkommen zu einem Review der MP5A3 auf unserem Kanal Mr. Community. Los geht's! Bestellt habe ich das Ganze bei Koto Zeller für ca. 60 Euro. Die Waffe ist ab 14 frei und hat 0,5 Joule. Jetzt geht's los mit dem Review. Der Waffe liegen im Lieferumfang bei ein normales Serienmagazin mit 22 Schuss. Das habt ihr hier zu sehen. Es umfasst, wie schon gesagt, ca. 22 Kugeln, wenn ihr es vollfüllt. Weiter liegen bei, um beide Magazine zu beladen, zum Großen kommen wir noch gleich, ein Speedloader, wo ich gleich nochmal seine Funktion genau erklären werde. Hier habt ihr ihn nochmal gut zu sehen, genau. Da die Waffe elektrisch ist, wird sie mit einem Akku betrieben. Der Akku ist ein NEMH-Akku mit 7,2 Volt, Energieklasse 2/3 AAA und hat 350 mAh. Ein eher schwächerer Akku, aber er reicht immer noch, um eine Stunde richtig mit voller Belastung zu spielen. Weiter geht's mit einer Schutzbrille, die besonders sehr für Anfänger gut ist, da sie sehr günstig verarbeitet ist und auch sehr, sehr günstig kostet. Diese leider gibt es leider nicht im Einzelhandel zu kaufen, sondern ist dieser Waffe beigelegt. Jetzt kommen wir zum großen Magazin. Es ist ein High-Cap-Magazin mit Patronentrappen, auch Doppelmagazin genannt. Hier habt ihr es zu sehen. Das ist es. Hier unten ist ein Rädchen. Hier, da kann man nur in eine Richtung immer drehen, um die Kugeln rein zu befördern. Um die Kugeln ins Schießbeförderung zu machen. Ja, genau. Hier seht ihr es nochmal. Hier ist das Rädchen. Genau. Und wie ihr das High-Cap-Magazin befüllt, zeige ich euch. Ihr macht diese Klappe hier mit diesen, ja, sag ich mal, Attrappen von echten Patronenhülsen. Macht ihr das hier so auf. Ist ja ein bisschen ziehen, zack. Und dann könnt ihr hier einfach die Kugeln per Speedloader oder per, ja, das sind jetzt blaue hier, per Speedloader oder einfach per Kugelflasche hineinfüllen. So, weiter geht es mit einem Schalldämpfer, der auch bei liegt. Hier habt ihr ihn zu sehen. Wie ihr ihn dran macht, zeige ich jetzt. Ihr schraubt den Mündungsdämpfer vorne ganz leicht ab. Das geht ohne weitere Probleme. Und ihr schraubt den Schalldämpfer dran. Dabei müsstet ihr achten, dass er gerade dran geschraubt wird, sonst fliegen die Kugeln ziemlich ungerade. So sieht die Waffe jetzt aus. Da. Jetzt machen wir mal das Serienmagazin dran, um zu demonstrieren, wie die Waffe so aussieht. So. Das Rohrpunkt übrigens habe ich mir selbst gekauft bei Amazon für ca. 35 Euro. Es gibt es auch bei Koto Zeller. Weil das andere Rohrpunkt, das im Lieferumfang dabei ist, ziemlicher Müll ist und nicht funktioniert, sondern nur blendet und bitte schmeißt das auch weg. So. Die Waffe hinten der Schaft ist hier ausziehbar bis zum Ende nur. Hier steht in der Beschreibung steht leider dreifach ausziehbar, ist leider hier nicht so. Und natürlich ist er hier ganz am Anfang. Wenn er einrastet, dann wisst ihr, okay, jetzt ist er fest. Jetzt könnt ihr den nicht mehr hier reindrücken. Genauso wie wenn ihr den rauszieht, hier zu sehen, wenn ihr den rausgezogen habt jetzt, ja, hier, dann ist er auch nicht mehr weiterzuziehen. Er ist nur noch reinzuziehen, wenn ihr das hier löst. Ihr könnt das rausziehen und reinziehen, indem ihr diesen Knopf hier sozusagen nach innen drückt einfach und dann rauszieht oder eben reinzieht. So, machen wir mal den Schalldämpfer ab. Das ist mir hier ein bisschen zu lang. So, kommen wir zu den Kugeln der Waffe. Da es sich um eine 0,5 Joule Waffe handelt, die ab 14 frei ist, benutzt ihr bitte 0,12 Gramm Kugeln. Die sind hier zu sehen. Das ist ein Beispiel. Das waren jetzt 5000 Grad. Ich habe schon ein paar verschossen. Hier sind das, da steht nochmal drauf 6 mm. Airsoft 0,12 Gramm BBs. Die sind natürlich am besten. Bei 0,20 Gramm schießt die Waffe etwas low, also schießt die etwas nicht so weit. Kommen wir zum Äußeren der Waffe. Die Waffe hat vereinzelte Medaillen, wie zum Beispiel hier den Griff, um ein weiteres Magazin zu befestigen. Ein Griff, um den Tragegurt zu befestigen, den ich übrigens leider nicht dabei habe, aber den ich euch noch zeigen könnte beim Schusstest. Den vorderen, wie nenne ich ihn mal, Ladehebel, der hier keine Bedeutung hat, der aber beim echten MP5 zum Spannen der Waffe dient. Also hat er hier keine Bedeutung. Betrachten wir uns die Waffe von der anderen Seite. Sie hat Hop-Up, also ihr wisst, was Hop-Up bestimmt ist. Ich werde noch ein Video zum Hop-Up machen, wo ich es euch genauer erklären werde.
Das sieht man jetzt vielleicht nicht so allgemein gut, aber. Na gut, zeige ich es euch von hier. Da seht ihr das Hop-Up. Da. Und wenn ihr das ganz nach links macht, wie ich das jetzt mache, schießt die Waffe ziemlich hoch, aber dafür sehr, sehr extrem, sage ich mal, ungenau, ja. Sie schießt vielleicht ca. 40 Meter weiter, aber wenn ihr, sage ich mal, auf Beine von Menschen zielt, werdet ihr nicht mal den Kopf treffen. Wenn ihr jetzt hier ganz rüber macht, dann schießt die Waffe vielleicht nur 25 Meter, wie gesagt, mit 0,12 Gramm BW, mit 25 Meter, aber dafür sehr genau, ziemlich sehr präzise. So. Wenn ihr genau die vom Rohpunkt was noch mitkriegen wollt, ist es von King Arms. Weitere Informationen weiß ich nicht, und es hat 35 Euro gekostet. So. Genau, jetzt werde ich nochmal erklären. Ja. Jetzt, es ist auch nicht nur ein Rohpunkt, sondern auch ein Grünpunkt hier in diesem Rohpunkt. Das ist aus, ja, nur aus Metall besteht. So. Jetzt erkläre ich, wie der Speedloader funktioniert. Hier haben wir den Speedloader, das ist er. Und ihr drückt dann an der Seite hier diesen Knopf und dann geht die Feder sozusagen hoch. Nun nehmt ihr eure Kugeln und upsala, da sind mir ein paar daneben gefallen. Na gut, und füllt den Speedloader damit voll. Ihr könnt es auch aus der Hand machen. Das ist ziemlich egal. Nehmt das Magazin raus. Zieht dieses Ding hier, das ihr hier seht, zieht ihr, also die Feder, sozusagen zieht ihr komplett nach unten und drückt den Hebel hier oben. Und das Magazin ist voll. Hier, wenn das ganz hier unten ist, wie das jetzt gerade aussieht, ist das Magazin voll. So. Das sind jetzt blaue Kugeln, teilweise auch schwarze und gelbe. So. Genau, und wie er das Doppelmagazin belädt, ist egal, aber ihr macht hier an der Seite diese Klappe hier auf und füllt dann halt eben die Kugeln hier rein. Dann, wenn ihr halt im Speed am Anfang, wenn ihr die Waffe bestellt habt, sage ich mal, kommt das Doppelmagazin ungeladen und dann macht ihr die Kugel nicht hier rein, sondern es ist leichter, wenn ihr sie hier rein macht, wo ungefähr 120, 100, 140 Kugeln reinpassen. Und dreht dann am Rädchen rumdrehen. Und etwa ungefähr 10 Sekunden. Und dann schießt ihr ungefähr 30 Schuss. Und dann ist es fertig. Genau, das Rädchen haben wir schon gesagt. Das ist hier unten. Nochmal gut zu sehen. Die Waffe. Machen wir die Kugeln wieder zurück in. Moment. So. Die Waffe, wie schon gesagt, schießt automatisch. Vollautomatisch wie auch halbautomatisch. Daher müsstet ihr, wenn ihr stark schießen wollt und ziemlich gut schießen wollt und dass die Kugel auch nicht so früh runterfliegt, müsstet ihr die Waffe ungefähr 1,5 Stunden aufladen. Ja? Nach einer Stunde ist die Waffe auch ziemlich vollgeladen und schießt eigentlich auch ziemlich gut. Der Akku ist allgemein aber voll erst nach 1,5 Stunden Ladezeit. Also die Positionen von halbautomatisch, semiautomatisch und gesichert sind das hier, wo ich gerade den Crowd stehen habe, ist gesichert. Das ist halbautomatisch in der Mitte und ganz unten ist vollautomatisch. So, machen wir wieder auf gesichert. Sichert die Waffen immer, wenn ihr nicht schießt am besten, ja. Sonst könnte es dazu kommen, dass ihr neben eurem Bruder sitzt oder neben eurer Schwester, wem auch immer, Mama oder Papa, und schießt er dann ungewollt ins Bein oder so, und das wollen wir vermeiden natürlich. Also sichert die Waffen. Wenn ihr das Doppelmagazin habt und die Kugeln vollgefüllt hat und ein Rädchen dreht, dürft ihr niemals diesen Knopf drücken, denn wenn ihr den drückt, werden alle Kugeln, die gerade hier, also im Lauf sozusagen sind, also hier im Bereich des Schießens, mit denen geschossen werden kann, in den anderen, die hier noch gelagert sind, mit denen kann erstmal nicht geschossen werden, bevor nicht gedreht wird. Also mit diesen Kugeln, die werden dann alle rausbefördert. Ihr könnt natürlich wieder nachdrehen, aber es ist halt einfach nur unnötig. Genau. Kommen wir zur Schutzbrille. Die Schutzbrille ist ziemlich gut verarbeitet aus
Plastik. Wie gesagt, jede Schutzbrille ist aus Plastik vorne. Manche sind aus Glas, aber das braucht ihr natürlich nicht, wenn ihr Anfänger seid. Sie hält Schüsse klar, sie hält Schüsse aus. Bei Luftgewehren würde ich sie eher nicht empfehlen. Aber so bei Software-Schlachten, ganz normal mit euren Freunden oder so. Oder so halt, ist es okay. Also da könnt ihr sie benutzen. Ja, natürlich nicht von einem Meter auf die halten und 10-mal draufschießen oder mit Dauerfeuer, mit einem Doppelmagazin oder mit dem Einzelmagazin, mit dem Serienmagazin. Das kann die Schutzbrille stark beschädigen. So, das war's mit dem Review. Ich hoffe, euch hat unser Review gefallen. Und wir werden ja noch von englischen Meteotex, von deutschen Meteotex und von einer weiteren Waffe ein Review machen, das es noch für euch zu sehen gibt. Wir werden noch von dieser Waffe hier, von der MP5A3, einen Schusstest machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen hoch, abonniert uns, wir werden uns sehr freuen. Bis bald, euer Mr. Community. Ciao!